So, Freunde, und damit willkommen zum zweiten Match aus Gruppe D. Diesmal Acrominion vs. Noodle HD 2. Ihr dabei, der Haku? Hallo. Gut, wir sehen auf Noodle HDs Seite ein Kagama, ein Fiaro, ein Quajutsu, ein Latios und ein Austoss und ein Despotar, also schon mal ein sehr, sehr schlagkräftiges Team. Und auf Acrominion Seite sehen wir Stilpunkte für Parfines, Pyroleo, Calamanero, Actilas, Trombok und Resladero. Oh ja, hier Acrominions schöne, verdammt. Tänzerin. Sprachfee. Nein, nein, einfach seine Teams, finde ich, haben einfach Stilpunkte verdient. Ja. Gut, der Kampf beginnt. Ich weiß gar nicht, wie viel der Kampf das jetzt schon ist, wo Quajutsu denn vorkommt. Hast du mal was aufgefallen? Ne, das fällt dir bestimmt noch auf, wenn Ach wir mehr Kämpfe kommentieren. Hashtag Jesus. Der Name ist so gut. So Kangama Needs. Ja, mega Kangama. Eigentlich fast schon Standard, wenn man einen Kangama sieht. Ja, inzwischen schon. Es ist einfach die beste, das Beste, ne? Aber, oh, der Turmkick, das tat weh. Boah. Ja, und während er im letzten Kampf. Während er im letzten Kampf so schön mit dem Turmkick gefailt hat. Ja, ich. Macht er das jetzt wieder fett? Da ist Austausch und da kommt noch ein Turmkick. Also, dieser trifft er aber schön damit. Also, das hat Leo räumt auf. Oh Gott, das Hausbruch. Dieser Hausbruch. Wie hat er das eigentlich überlebt? Hat er einfach nur so mit einem KP überlebt? Weil irgendwie der Sash, es wurde ja keiner gezeigt, dass einer dran ist. Ich meine, da wäre ein Sash dran gewesen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, ich glaube, da wäre kein Sash dran, oder? Ich glaube nicht, was ist der angezeigt? Blim, ihr Fokusgurt wurde eingesetzt und ja, so. Ja, dann war das ein Fokusgurt. Na egal. Nee, stand ja nicht, aber ach so, egal. Okay, jedenfalls haut er da jetzt in die physische Wall Arcte. Verdammt. Verschluckt. Arctilas. Arctilas kann. Sie habe ich auch noch nicht gesehen, das wie ich überhaupt. Und das sieht, man sieht, es kann was fressen. Alter, na gut, das ist auch nicht sehr effektiver Eisattacke. Ja, aber jetzt kommt dafür ein sehr effektiver Felswurf. Ich bin ja dafür, wenn man Resladero spielt, kann das wie Tempo heben? Glaub nicht. Bin mir nicht sicher. Kannst du Ruckzuck-Hieb? Weiß es nicht. Ruckzuck-Hieb würde ich sogar darauf spielen, weil das könntest du dann schon mit Normaljuwel und Entlastung spielen. Ja, aber gut. Weil dann hätte er das, oder hätte er allgemein jetzt das, Ich frag mich gerade, warum er es wieder reingeschickt hat, weil das Austausch. Er hatte, das hat er mir gesagt, er hat gedacht, dass er das Austausch noch bieten kann. Ja, aber das ist ein Austausch mit Hausbruch. Ja, aber er hat es halt einfach falsch eingeschätzt. Das ist blöd, weil Resladero hätte ihm sehr, sehr helfen können, wenn man auf sein Team geguckt hat. Da kommt Atramentia, die wir schon mal gesehen haben. Mal gucken, ob es diesmal was reißen kann. Aber ich glaube, den Eisspeer überlebt, wenn auch knapp. Ich muss ja sagen, dass die Fähigkeit Wertling eine unglaublich gute Fähigkeit ist. Oh ja, alles was Wertling kann, ist ein Monster. Megascaraborn, Austausch und Chillabell, alles. Chillabell ist so gut. Oh ja. Es hat noch genau ein Kampier und ich glaube nicht, dass da ein Sash dran war. Das glaube ich war, glaube ich, einfach nur fucking Glück. Und das Unnecessary Crit bei einem ja. KP. So, und da ist Austausch weg. Es steht, glaube ich, wenn 2-2, also beide haben, glaube ich, zwei Pokémon jetzt verloren. Ich versuche jetzt mal ein bisschen mitzuzählen. Imagined. Oh, natürlich der Priority Brave Bird. Ja, Orkanschwing. Es sind so viele krasse Fähigkeiten dazugekommen. Bitte? Es sind so viele krasse Fähigkeiten dazugekommen. Die sechste Generation hat so krass brutale Pokémon hervorgebracht. Fiaro und Quajutsu, finde ich, sind sowieso die gefährlichsten mitunter. Ja, Calamanero auch, weil du kannst einen Kraftkoloss einsetzen und hast an sich keine Nachteile. Calamanero auch, aber in Gruppe D zumindest haben wir bis jetzt noch nicht so eine große Bedrohung davon gesehen. Mal gucken, ob das Pyroleo das aushält. Ich tippe mal auf Nein. Oh doch, Tatsache. Echt? Krass. Schön. Schön Lovial Paris. Lovial. Und die Schallwelle besiegt das Fiaro. Es ist ein sehr ausgeglichener Kampf, das muss man ja sagen. Mit einem Pokémon krepiert KP das andere. Aber wenn ich so auf die Aufnahmezeit gucke, wird hier gleich irgendwas extrem durchsweepen. Irgendwas wird gleich extrem durchsweepen, das ist wahr. Quajutsu! Kein Wandlungskunst-Quajutsu. Nee. Ich bin begeistert. Wenigstens eine Änderung. Wahrscheinlich einer der wenigen Leute, der keinen Bock hat, auf Hidden-Ability zu züchten. Da ist Cherrymon. Cherrymon! Ich finde den Namen gut. Ja, ich weiß, glaube ich, auch, wie das kam, dass wie Cherrymon das heißt. Digimon. Nein, ich hatte nämlich mal, als ich Trombok zum allerersten Mal gesehen hatte, habe ich gesagt, es sieht aus wie das Rookie-Level von Cherrymon. Ja, ja. Und dann ist irgendwie der Cherrymon-Gag entstanden. Aber das kommt Trombok hat jetzt leider unnötig geopfert. Ja, und jetzt kommt Madame Fluffy. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn er das vorher reingeswitcht hätte. Man sieht, das Ding kann Treffer einstecken. Boah. Jo.
one-hitted, aber gut. Step, Motorrad, gut, es weh, ist, egal von was es kommt. Es ist ein fucking, es ist vor allem, es ist ein fucking Quajutsu, das hat keinen Defensive. Und das ist ein paar Finesse-Spiel, finde ich so cool. Das Vieh wurde ja leider richtig krass geoutclassed von Flogges und, Felinara. Ja. Das kannst eigentlich nur gut im Trickraum spielen, da ist jedenfalls Desputter. Leider. Und ein Erdbeben. Ob das reicht? Ja. Denke mal ja. Oh, es steht noch. Das hätte ich nicht erwartet. Cool. Die Munkgewalt tut natürlich auch weh, aber es wird der Sandsturm besiegen. Das ist halt ein Despotar. Ja. Das steht ein Weilchen. Vor allem, das kippt noch nicht so schnell. Vor allem mit dem Spätz-Death-Boost. Aber ja. Gut, Freunde, das war's dann für diesen Kampf. Gruppe D, ja, 0AD, Glückwunsch für den Sieg. Und naja, jetzt können wir sein Latios gar nicht sehen. Oh, schade. Ja, mal gucken. Gut, Freunde, das war's dann und wir sehen uns dann beim nächsten Kampf wieder. Bis dahin, ciao. Bye.